Also ich freue mich, dass es am Mittwoch wieder losgeht mit Mannschaftstraining. Darauf freut man sich natürlich besonders, immer nach einer Pause. Waren ja jetzt knapp, ja, 3-4 Wochen, ne? Die man mit der Familie genießen konnte. Und jetzt, glaube ich, brennen wieder alle, dass es endlich losgeht. Ja, klar, es war wieder heute schön zu sehen, die Jungs mal wieder gesammelt zu sehen. Heute Morgen natürlich der Corona-Test. Wir gehen davon aus, dass hoffentlich alle negativ sind, sodass wir dann am Mittwoch mit dem Training starten können. Sehr große Vorfreude habe ich. Natürlich, die Pause tut auch gut, mal mit der Familie in der Heimat abzuschalten, die Tanks aufzufüllen. Aber wie schon gesagt, ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Ich glaube, das ist in Bezug auf die Belastungssteuerung einfach ganz, ganz wichtig, dass die Spieler dann auch nachgewiesenermaßen in einem guten, belastbaren Zustand sind. Darüber hinaus, glaube ich, ist in Zeiten von Corona natürlich alles, was dieses Thema betrifft, auch ganz, ganz entscheidend. Naja, in erster Linie ist es schwerstreibend, wie man hört und sieht. Ja. Die obligatorischen Tests gehören logischerweise dazu und wird ja auch durchgecheckt, ob wir soweit fit sind, um in die Bundesliga-Saison starten zu können. Und ja, die Vorfreude auf die Vorbereitung ist nach einem Monat Urlaub naturgemäß groß bei mir und ja, es ist absolut Zeit geworden. Also ich glaube, dass der erste medizinische Part für die Mannschaft deswegen wichtig ist, weil die Jungs kommen aus ihrer 4-wöchigen verdienten Pause zurück. Wir müssen gucken, haben sie das alles gut gemacht? Haben sie sich an die Trainingspläne gehalten? Sind sie fit aus dem Urlaub gekommen? Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, klar, Trainer will wissen, Mannschaft will wissen, können sie auf dem Spielfeld ihre Leistung bringen? Und dadurch ist medizinische Untersuchung unabdingbar vom ersten Start.